Könnt ihr euch noch an den Klassiker Lemmings erinnern? Damals auf diversen Heimcomputern kam man nicht um die kleinen grünhaarigen Figürchen drumherum. Ziel bei Lemmings war es, die selbstlaufenden Protagonisten in ein Zieltor zu lenken, indem man einen Teil von ihnen bestimmte Befehle gab, von denen man nur eine gewisse Anzahl zur Verfügung hatte. So musste man sich durch die kniffligen Hindernisparcours rätseln. Mit Tin Hearts ist nun ein Spiel in der Mache, das die kleinen Lemminge durch Zinnsoldaten austauscht, aber vom Spielprinzip recht ähnlich ist. Bei Tin Hearts fängt alles in einer kleinen Box an. Aus dieser klettern die Soldaten dann heraus und gehen stur geradeaus und werden nur umgelenkt von Hindernissen, die ihnen im Weg stehen. Deshalb müssen wir aushelfen. Das machen wir, indem wir einen gelben Block mit einer T-Markierung in der Mitte an einer anderen Stelle platzieren. Hierfür müssen wir den Block aber drehen, damit wir ihn auf das hölzerne T stecken können. Und schwuppdiwupp wird der kleine Soldat nicht umgelenkt und kann gerade zum Ziel laufen. Letztendlich ist das Grundprinzip, das wir hier vermittelt bekommen und was in den nächsten Leveln erweitert wird, denn es kommen immer weitere Klötze mit anderen Steckplätzen hinzu, die wir dann auf eben jene platzieren. Eigentlich recht simpel. Im Endeffekt weiß man so gleich, wo ein Klotz überhaupt landen kann. Und so muss man erstmal gar nicht zu sehr die grauen Zellen anstrengen. Nach und nach muss man aber immer mehr kleine Soldaten zum Ziel bringen und nicht immer gibt es genügend Bauklötze. Dann müssen wir eventuell nochmal umstecken, aber den Dreh hat man schnell raus. Manchmal muss man auch ein paar Bauklötze in der Umgebung finden. Apropos schnell, damit man nicht ewig warten muss, bis alle am Ziel sind, gibt es die Möglichkeit, die Zeit schneller ablaufen zu lassen. Noch besser ist allerdings die Option, sich den Weg der Soldaten anzeigen zu lassen. So kann man besser seine Route planen. Allerdings ist das Spiel dann pausiert. Umso länger man spielt, umso komplexer wird natürlich Tin Hearts. Dann kommen auch Klötze hinzu, die man überall platzieren kann und nicht nur an bestimmten Stellen. Das strengt natürlich den Grips etwas mehr an und auch das Fingerspitzengefühl. Die Steuerung mit Gamepad und Tastatur ist etwas sperrig. Nicht immer dreht man den Block gleich in die richtige Richtung. Das liegt eventuell auch daran, dass Tin Hearts VR-Unterstützung bietet, was in meinen Augen durchaus Sinn macht, denn Blöcke greifen und in VR drehen kann intuitiver sein, wenn man diese Aktion auch bewegungstechnisch ausführt, statt mit Digi-Kreuz und Analogstick zu hantieren. Das Problem ist, leider bekamen wir die Virtual Reality-Version von Tin Hearts in dieser Vorab-Version nicht zum Laufen. Das grundsätzliche Spielprinzip von Tin Hearts funktioniert. Das haben aber auch schon vor über 30 Jahren die Lemmings bewiesen. Auch wenn es hier weniger darum geht, den Soldaten Befehle zu geben, damit sie aktiv werden. Stattdessen marschieren sie stur geradeaus weiter. Zumindest in den ersten Leveln des Spiels. Irgendeine Story versuchen die Entwickler da auch noch mit unterzubringen, aber so richtig gepackt hat mich die jetzt nicht, dass die ein großer Motivationsfaktor gewesen wäre. Dafür gibt's aber das Spiel mit der Wegfindung. Und das kann richtig Spaß machen. Vor allem, weil es auch nicht Game Over heißt, wenn ein Soldat verloren geht. Zeit anhalten oder vor- und zurückspulen sind legitime Mittel, um zum Ziel zu kommen. Was anfänglich recht simpel wirkt, fordert nach und nach die Gehirnzellen immer mehr. Ich mache mir nur ein wenig Sorgen, was die Langzeitmotivation angeht und hoffe, dass die Entwickler es noch schaffen, einige überraschende Ideen einzubringen, sonst könnte das Spiel etwas monoton werden. Tin Hearts soll diesen Winter für alle Plattformen erscheinen.